So, die Aufzeichnung bekommen zum, das ist jetzt dann der August 2 Webtalk quasi. Wir haben so zwei Webtalks in diesem Monat von Gaberl e.V. Schön, dass Sie, ihr alle dabei seid, die sich angemeldet haben und schon da sind. Weitere werden folgen. Wir haben heute ein hochinteressantes Thema, vor allen Dingen für Trainer und Trainerinnen. Und bevor ich an Alexandra Metzger übergebe, eine kurze Frage in der Runde. Sind alles Trainer oder Trainerinnen? Reagieren bitte jetzt nur die, die es nicht sind. Sonst wären es zu viele Antworten im Chat, den übrigens nur wir beide sehen, Frau Metzger und ich. Das hat was mit der Datenschutzgrundverordnung zu tun, weil das ja hier aufgezeichnet wird. Der Webtalk kann im Nachhinein angesehen werden und da darf nicht erkennbar sein, wer Teilnehmer ist. Aber wir sehen das. Also wer eine andere Profession hat als Trainer oder Trainerin, schreibe das bitte eben in den Chat. Da, das darf ich jetzt verlautbaren, die Erna Theresia Schäfer, Geschäftsstellenleiterin, ist keine Trainerin. Sieht so aus, als sei sie die Einzige, Erna. Aber du hast auch nichts dagegen, wenn du hier unter vielen Trainern und Trainerinnen bist. Dann haben wir das geklärt. Ja, dann freue ich mich jetzt sehr, dass Alexandra Metzger uns heute hier mit interessanten Impulsen versorgt. Es werden ja vor allen Dingen Impulse sein zu drei Themen. Darauf kommt sie dann gleich noch vorab gesagt. Kommerz statt Konzept, vielleicht ja auch beides. Und Vorbereitung, Schlüssel zum Erfolg. Ja, da kann ich absolut nur zustimmen. Und als dritter Aspekt, situativ statt intuitiv. Also sich wirklich darauf einstellen und dann durch das sich vorher darauf eingestellt haben, auch reagieren können. Dazu wird sie uns einiges berichten. Wir werden in einer oder anderen Situation auch noch Fragen an die Runde stellen und was Fragen angeht, gerne stellen. Wobei ich werde aus dem Chat heraus für mich zu lesende Fragen nur dann ansprechen, wenn ich den Eindruck habe, das sollte sofort geklärt werden. Ansonsten haben wir auch noch eine Fragerunde am Schluss, habe ich gesehen, Frau Metzger, so dass wir dann erstmal den Input durch hätten und darauf zurückkommen können. Aber vor allem, wenn es um sachliches Verstehen geht oder auch darum zu sagen, hey, Moment, ich habe völlig andere Erfahrungen, dann, Frau Metzger, denke ich, ist es sinnvoll, wenn wir gleich darauf eingehen. Okay, genug von meiner Seite. Freue mich, dass Sie da sind, Frau Metzger. Dann legen Sie mal los. Sie werden selber auch noch zwei, drei Sätze zu sich sagen. Ne? Das mache ich gern, Herr Reiter. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich heute hier dabei sein kann. Mein Name ist Alexandra Metzger. Ich bin gerade in Braunschweig, in meinem Büro. Bin unter anderem auch Verhandlungstrainerin. Okay. Mittlerweile arbeite ich seit 13 Jahren in diesem Thema Training und Coaching. Bin häufig auch international unterwegs zu Verhandlungsthemen, aber auch zu Kommunikationsthemen insgesamt. Habe in meinem ersten beruflichen Leben, wenn man das so sagen will, in der Automobilindustrie gearbeitet, im Bereich Einkauf und stelle gerade in den letzten Jahren auch immer wieder fest, dass sich der Einkauf mehr und mehr einschaltet in Verhandlungen, auch wenn es um Weiterbildung geht. Und ich finde es einfach auch wichtig, dass wir als Trainerinnen und Trainer uns da drauf einstellen und vielleicht auch so ein Stück weit die Perspektive des Einkaufs mit berücksichtigen, wo wir vielleicht eher in Richtung Personalentwicklung, Learning and Development, wie man heute vielleicht auch sagt, unterwegs sind. Das ist schön. Sie kennen also beide Seiten und können uns damit authentisch einfach nahebringen. Was sind so zentrale Aspekte? Ja, fein. Super. Ja, und zu Beginn möchte ich gleich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einer Frage hier ja starten. Und zwar stellen Sie sich vor, was vielleicht jetzt in den letzten Wochen durchaus passiert ist. Sie bekommen eine Nachricht aus dem Einkauf eines Kunden. Das ist ein Kunde aus der Automobilzulieferindustrie. Und in dieser Nachricht heißt es, um den veränderten Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Situation Rechnung zu tragen, hoffen wir auf Ihre partnerschaftliche Unterstützung bei folgenden Punkten. Einmal temporäre Aufhebung der geltenden Stornobedingungen
und eine geänderte Honorierung ab sofort. Das heißt für Sie also einmal Stornierungsleistung entfallen ab sofort und es geht um eine Honorarreduzierung um 15%. Und jetzt möchte ich Sie alle bitten, dass Sie jetzt ganz kurzfristig in den Chat schreiben, stimmen Sie zu mit Ja oder sagen Sie Nein. Ich gebe Ihnen 5 Sekunden, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Ja, und hier trudelt schon alles ein und es gibt welche, die sagen ja und es gibt welche, die sagen nein. Ich glaube, wir können diese Frage gar nicht so richtig beantworten. Gut ist auf alle Fälle erstmal einen Schritt zurück zu machen. Denn was will denn die Nachricht, auch wenn es da heißt, Ihre partnerschaftliche Unterstützung? Und da finde ich sehr interessant, Frau Metzger, wenn ich kurz einhaken darf. Wir haben wenige Ja's. Ja. Nein, einmal auch differenziert, erstens Ja, zweitens Nein. Und Oliver Schumacher, darf ich sagen, bei ihm steht dabei Ja mit Bedingungen. Ja, mit Bedingungen. Das ist der Klassiker, ne? Genau. Genau, und darum geht's eigentlich. Also ich bin auch froh, dass viele jetzt nicht gleich auf Ja gegangen sind, denn es geht in erster Linie darum, und das möchte ich auch heute einfach weitertragen, erstmal diesen Druck, der da gemacht wird, der vielleicht auch ganz bewusst gemacht wird, zu vermeiden. Und dazu muss ich vielleicht erstmal einen Schritt zurücktreten und noch gar nichts sagen. Ja, also wir werden heute sagen, eine Strategie ist auch die Strategie vermeiden. Das heißt, ich sage erstmal gar nichts und schaffe Zeit. Das heißt, darum geht's genau. Also sich Zeit zu verschaffen, die Situation zu analysieren. Mhm. Vielleicht kann ich ja durchaus Ja sagen, weil mit diesem Kunden habe ich ein einziges Training im Jahr normalerweise. Da macht mir das gar nichts aus, Ja zu sagen. Wichtig ist auch, wegzukommen von diesem Entweder-Oder, was wir gerade auch schon gesagt haben, hier Ja mit Bedingungen oder erstens Ja, zweitens Nein. Und sich dann auch darauf vorzubereiten und eine Verhandlungsstrategie zu entwickeln. Ja, und darum soll es jetzt auch gehen. Wir haben gerade schon gehört von Herrn Reiter, hier habe ich nochmal die Agenda. Es geht erstmal darum, die Perspektive des Einkäufers, der Einkäuferin zu sehen, wo es mehr um kommerzielle Themen geht und vielleicht nicht um Seminarkonzept und wie ist das aufgebaut und so weiter. Dann soll es um die Vorbereitung gehen. Ganz, ganz wichtiger Aspekt in der Verhandlungsführung und dann situativ statt intuitiv. Ich bin sicher, Sie alle haben viel Erfahrung mit Verhandlungen, mit unterschiedlichsten Kundengruppen und auch Personen. Und jeder hat vielleicht für sich so ein Stück weit auch herausgefunden, so mache ich es, das funktioniert. Und mein Tipp ist einfach da, manchmal noch ein Stück weit weiter zu gucken und nicht nur intuitiv zu agieren, sondern die Situation zu beleuchten und dann zu sagen, okay, an dieser Stelle mache ich mal was anderes oder da erweitere ich meine Herangehensweise. Ja, und wie gesagt, am Schluss, aber gerne auch zwischendurch einfach Fragen stellen. Ich finde es schön, wenn wir da auch in Austausch kommen und gerne auch, wenn Sie sagen, das sehe ich vollkommen anders, auch das hier kundtun. Ich finde, das bereichert die ganze Sache. Ja, Kommerz statt Konzept. Wir alle sind es häufig gewöhnt, eher so mit der Brille der Personalentwicklung drauf zu gucken auf die das Thema der Seminare, Coachings, was auch immer. Was spielen da für Themen eine Rolle? Also wir haben einmal Kompetenzen, Kompetenzvermittlung, Wissen, was weitergetragen soll. Didaktische Dinge, Methoden, das Setting wird besprochen. Ne? Ja, am Ende haben wir das Weiterbildungskonzept, das Seminarkonzept. Und das sind in der Regel die Dinge, wo wir uns auch wohlfühlen. Ja? Worauf guckt der Einkäufer, worauf guckt die Einkäuferin? Da geht's eher um das Thema, was ist eigentlich die Spezifikation schriftlich? Wie sieht das aus? Wie viele Wettbewerber habe ich denn?
Ne? Also wie viele andere bieten das noch an? Häufig ist es so, dass man bei Ausschreibungen mindestens 3 Vergleichsangebote haben muss aus Einkäufersicht. Das heißt, manchmal kann es auch sein, dass ich als Trainerin nur angefragt werde, um so ein Vergleichsangebot abzugeben. Ne? Es geht natürlich um kalkulatorische Dinge. Es geht um das Preisniveau im Vorjahr. Da möchte man vielleicht reduzieren im Vergleich zu den Vorjahren. Häufig geht es Einkäufern auch um einheitliche Zahlungskonditionen. Das heißt, alle sollen eine bestimmte Zahlungskondition haben, nicht Unterschiede bei Lieferanten. Und oft ist auch die Zielsetzung innerhalb des Einkaufs, wenige Anbieter zu haben, die einen Rahmenvertrag haben, weil das einfach Prozesskosten spart. Das heißt, der Blick des Einkäufers geht eher in diese Sachen und auch in persönliche Zielvorgaben. Also viele Einkäufer haben ganz persönliche prozentuale oder auch in Absolutwerten vorgegebenen Reduzierungseinsparungsvorgaben, die monatlich berichtet werden und daran werden sie gemessen. Und ich stelle nochmal die Frage, aber ich glaube, sie ist auch mehr oder weniger eine rhetorische: Womit fühlen wir uns als Trainerinnen, Trainer und Coaches wohler? Ich glaube, in den meisten Fällen eher die linke Seite. Und umso wichtiger ist es, dass wir uns auch mit der rechten Seite auseinandersetzen, damit wir da auch, gerade wenn es um die Verhandlung geht, gut aufgestellt sind und nicht den Kürzeren ziehen. Ja, wie sieht normalerweise so ein Ausschreibungsprozess aus? In der Regel startet es mit dem Bedarf, also die Personalentwicklung schickt eine Anforderung an den Einkauf und hat in der Regel auch ein bestimmtes Budget dafür vorgesehen, teilt das dem Einkauf mit. Der Einkauf bereitet die Ausschreibung vor, guckt sich an, welche Anbieter stehen zur Verfügung, wen nehme ich mit rein, und bereitet dann die ganzen Unterlagen vor, schickt sie raus, häufig in digitalisierter Form. Manche Unternehmen haben auch Plattformen, über die sie das verteilen. Die Dinge kommen zurück, die Angebote kommen zurück. Schaut sich an, ist das Angebot sachlich und fachlich in Ordnung? Also das, was die Spezifikation, was ich als Anforderung definiert habe, wird das erfüllt in diesem Angebot? Kann der Anbieter das? Hat er die Qualifikation? Wenn da ein Haken dran ist, dann nimmt der Einkauf diese Angebote in den Angebotsvergleich und entscheidet dann auch, vielleicht mit dem besten 5 oder was auch immer, eine Verhandlung zu starten. Das kann eine Face-to-Face-Verhandlung sein, kann aber natürlich auch eine Online-Verhandlung sein. Der Einkauf entscheidet, ist das kommerziell okay? Also dieses Zusammenspiel fließt dann am Ende ein in die Entscheidung. Also beide treffen in der Regel gemeinsam die Entscheidung. Was ist jetzt für uns als Trainerinnen und Trainer dabei wichtig? Einmal ist es wichtig zu verstehen, dass diese persönliche Einkaufsleistung, über die ich vorher gesprochen habe, in der Regel aus dem Budgetwert und dem Ergebnis der Verhandlung entsteht. Das heißt, wenn ich im Vorfeld schon mit der PE verhandelt habe und der Budgetwert nach unten gesetzt wurde, ist die Einkaufsleistung des Einkäufers geringer. Deswegen mein Tipp: nicht mit der PE im Vorfeld verhandeln, beziehungsweise im Vorfeld immer fragen, wie wird denn dieser Prozess ablaufen? Ja, sonst habe ich nachher vielleicht Schwierigkeiten, weil der Einkäufer muss einen bestimmten Prozentsatz erreichen. Ja. Okay. Und auch nur das anbieten,
was in der Spezifikation verlangt wird. Also nicht noch zusätzliche Dinge hineinpacken, weil ich dann vielleicht mein Angebot auch zu teuer mache im Vergleich zu anderen Anbietern. Klingt ein bisschen jetzt so, ich bin jetzt plakativ nach Basar, ne? Also so diese Tendenz, hey, ich als Verkäufer weiß natürlich, ich muss eh erstmal den Preis hoch ansetzen, weil ich weiß, es wird da was verhandelt, oder? Ja, wobei man natürlich auch sehen muss, gerade hier in dieser Ecke hier, also wenn ich jetzt weiß, es gibt viele Anbieter und da sind auch vielleicht viele dabei, die ein geringeres Honorar haben als ich und der Einkäufer entscheidet dann aber, ich verhandle nur mit 5 und die 3, die nicht so gut waren kommerziell, die mit denen spreche ich gar nicht, dann kann es natürlich sein, dass ich das zu hoch ansetze, nachher eher teuer bezahlen muss, weil ich gar nicht mehr in die Verhandlung reinkomme. Ja, also ich wollte nur fragen, Sie hatten vorhin die Situation angesprochen, ich werde zum Angebot aufgefordert, weil es um Vergleich geht, dann werde ich im Regelfall gar keinen Kontakt haben. Wenn ich schon einen Kontakt habe, dann kann ich es möglicherweise aber gerade dann wagen, auf dem höheren Preis erstmal zu bleiben, oder? Weil ich eine Einschätzung habe und weil ich weiß, dass PE irgendwie schon Einfluss nehmen wird. Auch das, ja. Und das sind genau die Dinge, die ich jetzt in der sogenannten Ausgangsposition, auf die wir gleich noch kommen, dann auch berücksichtigen werde. Wie ist eigentlich mein Standing? Ne? Also darum geht's. Ja. Ja, damit komme ich zu diesem Thema Vorbereitung, Schlüssel zum Erfolg. Das sind nämlich genau Vorbereitungsthemen, die Sie ansprechen, Herr Reiter. Mhm. Wenn wir den Verhandlungsprozess grob angucken, können wir sagen, es gibt die Vorbereitung, es gibt das Gespräch oder vielleicht auch die virtuelle Online-Verhandlung und es gibt die Nachbereitung. Wenn Sie so für sich einfach mal überlegen, wie viel Zeit investiere ich so ungefähr in diese einzelnen Phasen? Dann kann man eigentlich sagen, als Faustformel gilt Folgendes. Und man sieht das schon hier in der Aufteilung meiner Balken. 70-80% der Zeit, die ich in diesen Verhandlungsprozess investiere, sollte ich in die Vorbereitung investieren. 15-20% dann in die Verhandlung, in das Gespräch und 5-15% in die Nachbereitung. Ist natürlich abhängig von Ihrem Thema, aber so als Faustformel, glaube ich, kann man das ganz gut heranziehen. Heißt das, Frau Metzger, das, was ich vorhin angesprochen hatte, das ist für Sie dann eigentlich, gehört in den Vorbereitungsteil, oder? Dass ich mit der PE schon mal ein bisschen versuche. Vorfühle, genau. Wie sieht denn aus? Ja. Vielleicht habe ich sogar die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf die Spezifikation. Ja. Okay. Ja, also irgendwelche Dinge, die ich speziell verwende, die die PE auch auf alle Fälle haben möchte, wo ich vielleicht weiß, andere bieten das nicht oder haben nicht die Qualifikation. Wenn ich sowas einspeisen kann, das ist natürlich ein Pluspunkt für mich. Ja, das heißt, diese 70-80% Vorbereitung, ein 15-minütiges Gespräch heißt eigentlich 60 Minuten Vorbereitung. Und da sieht man so ein bisschen die Dimension, um die es da geht. Okay. Ja, Ausgangsposition. Ich habe schon gesagt, damit startet alles. Ich möchte wissen, wie treffen wir uns? Begegnen wir uns auf Augenhöhe, der Einkauf und ich? Ja. Oder gibt es jemanden, der mächtiger ist? Dazu muss ich diese Position bewerten. Also zum Beispiel, indem ich erstmal gucke, welche Fakten habe ich denn? Also wie sieht es aus mit meinen Qualifikationen zu dem Thema? Wie ist es mit anderen Anbietern? Wie ist denn die Historie der Zusammenarbeit mit diesem Kunden? Ist das das erste Mal? Ist es schon eine längere Beziehung? Wer ist denn von wem abhängig? Also ist das mein größter Kunde oder ist das nur eine kleine Geschichte? All solche Fragen. Vielleicht geht es auch darum, rechtliche Dinge nochmal zu erörtern.
Und da sind wir jetzt auch wieder beim Thema der PE. Wer ist denn im Hintergrund auch noch an dieser Verhandlung beteiligt? Manchmal ist es auch eine Fachabteilung. Ja, also nicht nur die PE und der Einkauf, sondern irgendeine Fachabteilung, die noch was Spezifisches benötigt. Also der eigentliche Anwender dann, oder? Ganz genau, der Teilnehmenden dann schickt. Ja. Das sind so Zahlen, Daten, Fakten, Geschichten. Was auch noch wichtig ist, ist so diese Perspektive einzunehmen, auch der anderen Seite. Also wie sieht denn mein Verhandlungspartner die Ausgangsposition? Ja. Wie blickt der da drauf? Hat der 20 Anbieter und sagt, ja, meine Position ist viel besser? Und ich glaube, das ist auch was wir als Trainerinnen und Trainer auch häufig in petto haben. Wie ist das Persönlichkeitsprofil, die Präferenzen des Gegenüber. Wir haben viel mit Menschen zu tun. Wir haben auch teilweise vielleicht irgendwelche Präferenzmodelle, die wir anwenden. Warum die nicht auch in diesem Zusammenhang anwenden und analysieren, wie tickt denn die Einkäuferin, der Einkäufer, den ich auf der anderen Seite habe? Sehr schön. Wie gesagt, am Ende kommt da raus, wer ist mächtiger in dieser Verhandlung oder treffen wir uns auf Augenhöhe? Wenn ich das weiß, dann kann ich in meine Ziele gehen. Das heißt, ich schaue mir dann an, welche Ziele verfolge ich denn in dieser Verhandlung? Und Sie sehen hier viele Pfeile. Es ist immer gut, möglichst viele Ziele zu haben, Verhandlungsmasse zu schaffen. Das bedeutet, ich überlege mir im Vorfeld, welche Ziele habe ich. Das kann Honorar sein, das können Zahlungskonditionen sein, das kann aber auch sowas sein wie, will ich den Kunden auf Teufel komm raus haben, weil der bringt mir irgendwie Input zu einer neuen Branche, mit der ich noch nicht gearbeitet habe, was auch immer. Gut, lassen Sie uns doch da, Frau Metzger, wenn Sie erlauben, einfach mal in die Runde fragen, gerne in den Chat schreiben, maximal 3 Ziele, die Sie für sich definieren würden für so eine Verhandlung. Also es geht ja gleich weiter, wie das dann Schritt für Schritt sich entwickelt, Frau Metzger. Aber einfach mal so maximal 3 Ziele, die Sie für sich definieren würden, für so eine Verhandlung. Ich gucke gerade mal die ersten Schreiben. Ich sehe es auch schon, genau. Okay. Ja. Nicht so viel schreiben, ganz kurz. Schreiben 5. Ah, jetzt kommt was. Anzahl, Preis, genau. Kunden gewinnen, Honorar realisieren. Das kommt doch auf den potenziellen Kunden an, ja, das ist wahr. Ja, ja. Aber ich muss ja ein bisschen was im Hinterkopf haben, was ich dann anpasse. So wäre meine Einstellung. Ja, also ich kann zum Beispiel auch sagen, ich arbeite häufig mit Universitäten zusammen, weil ich gerne an den jungen Leuten dranbleiben möchte. Und das heißt für mich, okay, da gehe ich mit meinem Honorar, mit diesem Zielkorridor auch schon runter, weil ich weiß, da werde ich wahrscheinlich das nicht erzielen, was ich mit Firmenkunden mache. Also und genau darum geht es. Ja, da ist jetzt hier auch genannt, Trainingspotenzial beim Kunden, Folgeaufträge, Honorar, Zusatz. Genau, Kunden gewinnen, also welche Situation ist das eigentlich? Kenne ich den Kunden schon oder muss ich ihn erst gewinnen? Ganz genau. Eventuell Folgeaufträge, je nach Situation, Erstkunde, Tagessatz. Ja, also ein breites Feld. Genau. Und das ist auch genau richtig. Da kann man nicht sagen, machen Sie das immer so, denn das hängt von Ihrer Situation ab. Mhm. Ne? Was auch noch ein wichtiger Aspekt ist, um so mein Standing in der Verhandlung ein Stück weit auch zu stärken, nach Alternativen schauen. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Auftrag nicht generiere, was heißt das für mich? Habe ich noch 5 andere, die ich im Ausblick habe? Der einzige, ich brauche den unbedingt. Auch da bei der Zieldefinition geht es darum zu sagen, ich gucke auch in die andere Richtung, was hat denn eigentlich mein Verhandlungspartner als Ziel? Ne? Wenn ich das dann genauer analysiert habe, dann kann ich meine Ziele mit den Zielen des Gegenübers versuchen, übereinander zu legen.
Ja, also ich und der Verhandlungspartner. Und dann gibt es etwas, was im Verhandlungssprech die sogenannte ZOPA heißt, Zone of Possible Agreement. Das heißt, da haben wir eine Chance zusammenzufinden. Wenn ich keine Zone of Possible Agreement finde in meiner Analyse, dann muss ich vielleicht erst nochmal andere Schritte gehen und die Verhandlung noch gar nicht antreten. Okay. Ja, ich habe hier jetzt mal mitgebracht, da können wir sicherlich nicht auf alles eingehen, aber wenn wir uns mal Ziele angucken, die jetzt auch mit dem Thema der digitalen Formate einhergehen, was gibt's da für Sachen, die man vielleicht neu durchdenken sollte? Da haben wir natürlich das Thema der Honorare, da haben wir die Frage, wer stellt eigentlich die Tools zur Verfügung, kommt das von mir? Bedingungen. Das heißt, da, wo ich vielleicht 30 Tage nach Leistungserbringung habe und ich habe ein zweitägiges Seminar in Präsenz, das geht jetzt über 3 Monate. Ja, heißt das, ich bekomme jetzt 3 Monate kein Honorar und dann noch plus 30 Tage. Will ich mich darauf einlassen? Also auch sowas überdenken. Wie sieht's aus mit neuen Formaten wie Lernvideos, mit einer Lernbegleitung im LMS? Was mache ich mit Fotodokumentation? Wie sieht's aus, wenn ich einen Technikcheck im Vorfeld noch anbiete oder wenn das Ganze aufgezeichnet wird und vielfach verfügbar ist? Also es gibt eine Menge Fragen, die wir da haben. Das LMS ist Learning Management System. Das heißt, eine Plattform, auf der die Leute virtuell digital zusammenarbeiten. Also so wie EduDip, derer wir uns gerade bedienen. Genau, vielen Dank dafür an EduDip oder EduDip sprechen Sie aus. Ja. Dann in der Art und Weise. Sehr interessant finde ich auch hier links unten, ne? Preisstaffelung nach Anzahl der Teilnehmenden. Wie ist da Ihre Erfahrung mit? Ja, also da, ich sag mal, das ist ja auch ein Thema, was man im Präsenztraining auch hat, ne? Ja. Und ich finde schon, dass man da durchaus auch mehr verlangen kann, wenn es eine größere Anzahl von Teilnehmenden ist, weil man vielleicht auch das Ganze noch managt über einen Chat und so weiter und so weiter. Ja, sehr schön. Hier habe ich mal nur kurz mitgebracht. Sie kriegen ja auch nachher die Unterlagen, die Honorarempfehlung des BDVT und des VBT, wo man vielleicht so ein Stück weit auch ein paar Hinweise bekommen kann. Im Endeffekt muss man es für sich selber ausloten. Wie gehe ich an all diese Themen ran? Vielen Dank dafür auch an die Kollegen, Kolleginnen vom BDVT. VBT ist deren Schwesterverband quasi in Österreich und wir sind als Gabal e.V. ja gut kooperieren mit denen verbunden. Interessante Variante, um sich mal ein bisschen für das Online annähern zu können. Ja, wenn ich jetzt also meine Ausgangsposition kenne, ich habe meine Ziele definiert, geht es jetzt um die Strategie. Man kann sagen, im Grunde genommen gibt es 4 Hauptstrategien, die sich daraus ergeben, wie hoch ist der Fokus auf das Sachergebnis, also will ich dieses Honorar erzielen oder der Fokus auf die Beziehung. Und daraus ergeben sich eben hier diese 4 Felder. Das erste Feld links oben, also Fokus auf Sachergebnis, heißt für mich in meiner Strategie Druck machen. Ne, das ist natürlich auch so eine Strategie, die auch der Einkauf gerne wählt, wenn er Wettbewerb hat. Wenn wir hier nach links unten gucken, das heißt, Sachergebnis ist mir momentan nicht so wichtig und auch die Beziehung zum Verhandlungspartner zu diesem Unternehmen ist mir nicht so wichtig, dann würde ich auf Vermeidung gehen. Wenn Abhängigkeit vielleicht größer ist als der Fokus auf das Sachergebnis. Und dann haben wir hier das partnerschaftliche Kooperieren. Das heißt, beides ist wichtig. Sowohl das Sachergebnis will ich erreichen, als auch die Beziehung zum Gesprächspartner will ich aufrechterhalten.
Ja, und da ist es auch wieder wichtig zu gucken, wie bewerte ich die Situation und was denke ich, wie bewertet der Einkäufer, die Einkäuferin diese Situation. Und auch da wieder das in der Vorbereitung übereinanderlegen und sehen, wie gehe ich darauf ein. Und da sind wir dann nämlich auch schon bei unserem Thema situativ statt intuitiv. Okay. Ich plädiere sehr dafür, dass man eben an das Thema, welche Strategie, wie gehe ich darauf ein, abhängig macht von der Ausgangslage und nicht, naja, ich bin immer partnerschaftlich unterwegs, deswegen will ich das jetzt auch immer umsetzen. Mhm. Das finde ich einfach wichtig zu sehen, wir haben mehr Optionen. Situativ statt intuitiv, da sind wir dann auch beim Gespräch, das heißt letztendlich, ich formuliere meine Argumente so, dass die andere Seite überzeugt wird und nicht ich selbst. Ne? Also vielleicht hat man manchmal die Tendenz, das alles so aufzubereiten, dass man sich selber überzeugt und nicht die anderen. Aber ich glaube, da sind wir Trainerinnen und Trainer im Vorteil, weil wir uns eben mit solchen Themen auch ganz häufig beschäftigen. Ja, ne, meine Strategie konsequent verfolgen, das heißt mich nicht aus dem Konzept bringen lassen. Und wenn es so ist, dass mich irgendwas aus dem Konzept bringt, lieber eine Pause machen und vertagen, als mich irgendwie reinziehen lassen in eine Verhandlung, in der ich dann nachher nur verlieren kann. Ja, und Argumente passen zum Profil, das heißt, wie sollte ich auch mit dieser Person umgehen? Ist das eher eine Zahlen-, Daten-, Fakten-orientierte Person oder muss ich mit der eher bildhaft umgehen, in die Zukunft projizieren? Ist die nur am Jetzt interessiert? Also alles Themen, die ich mit einfließen lassen sollte. Und deswegen ist es wichtig, dass ich mir vorher Gedanken gemacht habe. Und ich sag mal, sowas wie Xing oder LinkedIn hilft mir heute sehr, um so ein bisschen schon herauszufinden, was ist das denn für ein Typ Mensch, mit dem ich es da zu tun haben werde. Jetzt kommt, glaube ich, auch etwas, was dann eine Frage beantwortet, die hier im Chat steht. Kann Frau Metzger das Einstiegsbeispiel auf diese Vier-Felder-Matrix anwenden? Das ist im Grunde ja das, was Sie jetzt tun dann, ne? Genau, also ich sag mal, was ist erzählt worden oder was soll erreicht werden? Da sind wir beim Thema Verhandlungstaktiken des Einkaufs kontern. Das heißt, der Einkauf macht mir Druck, zeigt mir, es gibt nur Ja oder Nein. Und wie sollte ich darauf reagieren? Das heißt, ich habe ja meine Strategie überlegt, das sollte ich im Blick behalten. Ich sollte auch in keinem Fall emotional werden, nervös werden. Manchmal ist das Ziel der anderen Seite, mich da irgendwie anzutriggern. Und ich sollte auch Grenzen setzen, wenn es unter die Gürtellinie geht. Wenn die andere Seite jetzt von mir doch Akzeptanz verlangt, also wenn ich sage, okay, ich muss der anderen Seite entgegenkommen, dann ist meine Empfehlung immer, dieses Nachgeben schon im Vorfeld zu planen. Das heißt, ich überlege mir schon im Vorfeld, wo kann ich denn der anderen Seite entgegenkommen, aber auch immer mit einer Gegenforderung. Also eventuell auch Gegenforderung, ich versuche zu interpretieren, Frau Metzger, könnte eben auch heißen, ja, können wir gerne machen. Wo können wir denn abspecken? Ganz genau, dann lassen wir den Technikcheck weg und das Fotoprotokoll gibt's nicht mehr oder irgendwie sowas. Ja. Okay. Ne? Genau. Ja, wenn wir in Richtung Vermeiden gehen, das heißt, ich habe irgendwelche Dinge, die ich besprechen will und der Einkäufer sagt mir immer, ja, Frau Metzger, das besprechen wir gleich, lassen Sie uns nochmal bei dem Punkt bleiben, nicht abwimmeln lassen und diese eigenen Punkte immer wieder ansprechen. Und wenn es um das partnerschaftlich Kooperieren geht, ich denke, das sind viele Dinge, wo wir uns auch sehr wohlfühlen und wo wir schon viele Dinge auch im Petto haben. Da geht es natürlich darum, dass beide Seiten die Perspektive wechseln, dass ich auch verstehe, dass der Einkäufer eine Einkaufsleistung bringen muss, ne, und mal gucken, wie ich ihn da unterstützen kann, aber eben auch sehr die eigenen Interessen zu vertreten. Ich glaube, das ist eben auch sehr wichtig. Partnerschaftlich kooperieren heißt nicht nur akzeptieren und nicht auch Forderungen stellen. Ja,
Und das kann ja auch grundsätzlich heißen, um da nochmal ein bisschen konkreter zu werden. Ich überlege gerade Beispiele. Also wenn es darum geht, dass der Tagessatz reduziert werden soll, kann ja auch die Frage sein, okay, können wir denn, Thema Rahmenvertrag war auch da, eben über das langfristige sprechen, können wir über ein Jahresprogramm sprechen, wie viel ganz ist genau denn da und so weiter. Ganz genau. Ne, welche anderen Themen biete ich noch an, wo Sie auch Trainings suchen und wo ich auch tätig werden könnte. Ne? Also wer sonst im Haus bräuchte ganz vielleicht genau. ja auch noch. Genau. Ja. Ne? Und oft ist es ja so, dass gerade eben, wenn es jetzt um den Einkauf von größeren Unternehmen geht, die haben vielleicht mehr Standorte, die haben vielleicht noch andere Firmen, die mit ihnen da assoziiert sind. Und vielleicht habe ich auch die Chance, mit denen zusammenzuarbeiten. Also das Empfehlungsverhalten quasi. Ja, vielleicht ganz auch triggern, genau. Ja? Da sind ja viele Chancen, die drinstecken. Fein. Genau. Ne? Also das so als Überblick zu diesem Thema situativ statt intuitiv. Jeder von Ihnen hat sicherlich, wenn Sie da auf diese Matrix gucken, eine Präferenz, wo Sie sagen, ich tendiere immer zu dieser oder zu jener Seite. Mhm. Und einfach eben auch sich im Vorfeld schon zu überlegen, was könnte ich anders machen, was erfordert die Situation. Vorbereitet sein, ne? Für ganz alle Eventualitäten. Genau. Ja. Genau. Fein. Und das bringt mich dann zum Aspekt der Nachbereitung. Das heißt, wir sind dann am Ende des Prozesses, die Ausschreibung ist gelaufen, die Entscheidung wurde getroffen. Dann kommt es natürlich immer darauf an, wurde ich jetzt ausgewählt, wurde ich nicht ausgewählt. Und da geht es dann eben drum zu schauen, das Verhandlungsprotokoll wirklich sich nochmal genau anzugucken, was ist in der Regel das ganze Gespräch dokumentiert. Häufig möchten das Einkäufer selber machen, weil sie dann natürlich auch steuern können, was da drin steht. Natürlich auch, ich finde es auch immer wichtig, auch Danke zu sagen und irgendwie auch im Nachgang nochmal in Kontakt zu bleiben. Vielleicht ist es auch so, dass ich diesmal den Auftrag nicht gewonnen habe. Auch da kann es Sinn machen, nochmal hinterher zu horchen. Und ein Punkt, den ich für sehr, sehr wichtig erachte, ist das hier, die Learnings dokumentieren für Folgeverhandlungen. Was meine ich damit? Ich hatte ja nun dieses Gespräch mit dem Einkäufer und da sollte ich mir einfach aufschreiben, was ist das für ein Typ, was ist das für ein Mensch, wie ist die Verhandlung gelaufen, wie war das vom Ablauf, was habe ich gut gemacht, wo hätte ich es anders machen können, weil wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, werde ich wahrscheinlich im nächsten Jahr diese Person wieder treffen. Und dann ist es gut, ich habe irgendwas in der Schublade, wo ich mir nochmal einfach auch anschauen kann, Mensch, wie war das denn? Worauf legt die Person Wert? Was habe ich damals schon recherchiert, weil das vielleicht dann doch irgendwie verloren geht über die Zeit? Absolut, ja. Was mich, wenn ich darf, jetzt interessieren würde, ist der Aspekt, ja, wie findet das denn im Nachhinein statt? Und das wäre jetzt eine Frage in die Runde. Einfach kurz reinschreiben im Chat bitte, abwarten oder aktiv nachfassen? Denn es geht ja darum, diese Verhandlung fortzuführen. Warte ich jetzt ab, bis ich was höre, oder fasse ich aktiv nach, wenn ich innerhalb von der Woche oder was auch immer, oder bis zum vereinbarten Termin, den es ja vielleicht auch gibt, wenn ich da nichts höre? Und wenn aktiv, wie? Telefonisch, schriftlich oder vielleicht persönlich? Ja. Aha, hier in der Verhandlung dazu Vereinbarungen treffen, das ist ganz wichtig. Wollen wir erstmal den Vortrag zu Ende hören? Ja, den haben wir im Prinzip. Der ist schon fast, genau. Und nach einer bestimmten Zeit aktiv nachfassen, ja. Bei Abgabe bereits dokumentiert, 14 Tage gelten, okay. Telefonisch nachfassen, hier ganz konkret. Kurz nach dem vereinbarten Termin nachfragen per E-Mail, nachfassen telefonisch oder per E-Mail. Also es gibt da ja sehr, sehr unterschiedliche Vorgehensweisen. Was würden Sie denn empfehlen? Was ist Ihre Erfahrung, Frau Metzger? Also ich würde das wieder abhängig machen, situativ. Ja. Das heißt, natürlich signalisiere ich der anderen Seite damit auch Interesse, wenn ich nachfasse. Und da ist eben immer die Frage, unterstützt mich das? Hilft mir das? Oder signalisiere ich sogar zu viel Interesse?
Was der anderen Seite dann sagt, oh Mensch, die Metzger, die braucht den Auftrag auf alle Fälle. Da können wir noch mal ein bisschen, doch noch mal nachverhandeln, was auch immer. Also ich glaube schon, es ist wichtig nachzufassen und auch noch mal nachzuhaken. Auf der anderen Seite stellen Sie sich vor, da ist der Einkäufer, der hat jetzt mit 5 Leuten verhandelt. Wenn da jetzt jeder anruft und nochmal ein halbstündiges Gespräch mit ihm führt, dann findet er das vielleicht auch nicht so toll. Ne? Deswegen ist wahrscheinlich wichtig, eben, dass schon in der Verhandlung schon mal zumindest angedeutet ist, wie soll das später ablaufen. Ja. Finde ich eine super Idee, das im Vorfeld in dem Gespräch zu sagen, wie verbleiben wir, wann höre ich wieder von Ihnen, ich würde mich nochmal melden, dann und dann, ganz genau. Da fragt übrigens ein Kollege gerade nochmal ganz konkret, ich lese das vor, wenn ein Einkäufer ein Verhandlungsziel -10% hat, wendet er das auf alle Angebote gleichermaßen an oder akzeptiert er das günstigste Angebot auch ohne die 10%? Tja. Also da ist wieder die Frage, hat er nur dieses punktuelle Ziel -10% oder hat er auch einen Korridor, dass er sagt, keine Ahnung, -7 bis -10 oder irgendwie sowas, also gibt es da Spielraum. Ja. Wenn es seine persönliche Zielvorgabe ist, dann wird er vermutlich alles tun, diese -10% zu bekommen, weil Sie können sich vorstellen, als Einkäufer, gerade wenn zum Jahresende Sie Ihre Zielvorgaben noch nicht erfüllt haben, dann wird's schwer. Das heißt, da würde ich, wenn Sie das wissen, und das ist ja toll, wenn Sie das wissen, dann würde ich eher gucken, wie kann ich dem entgegenkommen und an anderer Stelle vielleicht Dinge erhöhen. Mhm. Ne? Also, dass ich irgendwie sage, okay, wir haben eine andere Zahlungsvereinbarung oder es gibt nochmal meinetwegen das Thema Also flexibel ist ja eigentlich die Botschaft auch hier, oder? Situativ flexibel sein. Und wir sind jetzt im Bereich der Fragen. Ich gehe da gleich mal hier schon hin, genau. Welche gibt es denn noch? Wer hat noch eine konkrete Frage? Aha, hier hat Ute Röhr geschrieben. Sehr ausführlich. Möglichst viele verschiedene Punkte in das Angebot schreiben, um Streichpositionen zu haben. Ausgleich, Inflationsrate und so weiter. Ja, ist das so? Also möglichst viel drin haben, um das verändern zu können, Frau Metzger? Also ich würde es wieder davon abhängig machen, was war die Anforderung, was war die Spezifikation. Ja. Man könnte es so machen, dass man irgendwie in das Angebot reinschreibt, das sind die Positionen, die abgefragt wurden und das sind jetzt noch weitere Angebote, die ich Ihnen machen. Aber diese Idee, überall so ein Preistag dran zu machen und das auch zu diskutieren, ist sehr, sehr gut, weil wenn dann nachher Dinge gestrichen werden, dann weiß ich auch sofort, das bedeutet so und so viel. Und das wusste die andere Seite auch. Danke dafür. Und hier noch eine Frage, welche Besonderheiten sehen Sie, wenn ich mit Seminaranbietern verhandle, nicht direkt mit dem Kunden. Ja. Also natürlich hat das einen Einfluss auf die Höhe des Honorars auf alle Fälle. Und auch da finde ich sehr wichtig, dass man mit den Seminaranbietern von Anfang an sehr klar ist, was gehört in das Angebot. Nicht, dass dann nachher der Seminaranbieter nachgibt und sagt, ja klar, Fotodokumentation ist dabei und die Vorabaufgabe, die ist auch dabei. Ne? Und das ist mit Ihnen aber im Vorfeld gar nicht abgestimmt. Okay. Beziehungsweise, wenn es dazu kommt, dann auch zu sagen, hey, stopp, das war mein Angebot und jetzt wollt ihr noch Vorabaufgabe und dies und jenes, da müssen wir uns nochmal drüber unterhalten. Da gibt es noch was obendrauf. Ja. Was sind die Pools für die Ausschreibungen? Können Sie mit der Frage was anfangen, Frau Metzger? Wenn Sie, Herr Hechler, nochmal ganz kurz sagen, die Pools, beziehen Sie sich auf bereits im Vorfeld festgelegte
Also zum Beispiel Coaching Pool, das heißt ein Unternehmen okay. mit einem Coaching Pool, kann ich mir vorstellen. Verstehe. Und wie spielt das mit rein? Er schreibt, ja genau. Genau. Also ich sag mal, dieser Pool ist natürlich erstmal die Eintrittskarte überhaupt. Ja. Das bedeutet, wenn ich im Pool bin, dann habe ich schon mal diese sachlich und fachlichen Dinge, die die Personalentwicklung braucht, die habe ich schon mal erfüllt. Das hilft natürlich dem Einkauf, weil ich dann einfach gucken kann, okay, ich mache eine Ausschreibung zu dem und dem Thema und da habe ich die 5 Leute, die sind für dieses Thema vorgesehen, die schreibe ich jetzt an. Ich muss nicht nochmal recherchieren. Mhm. Also in dem Fall ist es sehr gut, im Pool drin zu sein, weil es manchmal auch schwierig ist, in den Pool reinzukommen. Nicht nur aus qualitativen Gründen, sondern auch aus quantitativen Gründen. Mhm. Es kann sein, dass der Einkauf sagt, uns reicht, wenn da 10 drinstehen. Ja. Wir brauchen nicht mehr. Mhm. Ja, also deswegen ist es eine gute Idee, sich da auch drum zu bemühen, in so eine, man könnte sagen, Pool- oder Anbieterliste heißt es im Einkäufersprech. Oder so. Und vielleicht ist dann ja auch das aktuelle Angebot, auch wenn ich nicht zu Potte komme, der Einstieg dahin zu kommen. Wo finde ich diese Ausschreibung? Naja, das ist natürlich sehr individuell, je nach Unternehmen. Ne? Da müssen wir die entsprechenden Kontakte dann auch herstellen. Wir kommen langsam zum Ende. Wir haben ja 3/4 Stunde vorbei, aber wenn noch Fragen kommen, denke ich, können wir das noch machen. Was ich sehr interessant fand, Frau Metzger, um dem schon mal vorzugreifen, während noch geschrieben wird, waren auch 2 Aspekte, die ich aufgenommen habe von Ihnen unter dem Aspekt, hey, wir sind zwar von der Kernkompetenz ja jetzt im Regelfall nicht die Verkäufer, es sei denn, wir machen Verkaufskommunikation oder dergleichen. Nur, was wir an Kernkompetenzen haben, das können wir natürlich einbringen. Zum Beispiel hatten Sie genannt Persönlichkeitsprofile. Wenn ich darüber Bescheid weiß, die anwende, dann lege ich das natürlich als Schablone in Anführungszeichen auch über meine Verhandlungspartner. Oder eben der Aspekt, die Perspektive zu wechseln, das ist ja auch erforderlich, wenn ich im Training mit meinen Teilnehmern bin, das zu tun. Und auch das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt in der Verhandlung. Danke auch dafür. Jetzt hat hier noch jemand geschrieben, ein Unternehmen fordert die Bereitschaft, 15 Trainings pro Jahr leisten zu können, schließt aber explizit einen Abnahmezwang aus. Aha, interessant. Kann man dann auf die Verhandlung eines Einzelpreises fokussieren? Aha, oder vielleicht Staffel machen, oder? Wie wäre das? Das kann eine gute Idee sein. Also das ist ein sehr typisches Vorgehen vom Einkauf. Ja. Ich sage dem anderen erstmal, du kriegst ein Riesenvolumen, um das so schmackhaft zu machen und nachher wird es nicht abgerufen. Mhm. Also auf alle Fälle ist meine Empfehlung da, das anzusprechen und da auch Regelungen zu treffen. Mhm. Also zu sagen, okay, wenn wir jetzt feststellen, diese 15 Trainings, die kommen nicht und ich stelle das fest bis meinetwegen im September, dann müssen wir Anpassungen vornehmen. Okay, oder gleich zu staffeln. Ja, vielen Dank. Es gibt noch, jemand schreibt, es sind ja einige, haben sich ausgeklinkt, haben zum Teil auch geschrieben, muss weg. Wir sind ja auch in der Zeit durch. Wer mag, schreibe doch bitte folgendes Feedback in den Chat. Wir haben ja gesagt, wir haben 3 Aspekte, nämlich Kommerz statt Konzept, Vorbereitung als Schlüssel zum Erfolg. 70-80% der Zeit brauchen wir dafür. Frau Metzger hatten Sie vermittelt. Und situativ statt intuitiv. Schreiben Sie einfach in den Chat, wovon hatten Sie am meisten? K für Kommerz, V für Vorbereitung oder S für situativ? Das geht am schnellsten. Jetzt bin ich gespannt. Oder schreiben Sie alle 3 rein. V, Vorbereitung, ganz wichtig. Alles war super. Na, das hören wir doch auch gerne. Hervorragend. Wo bieten Sie Seminar für den Normalverbraucher? Aha, wir haben nachher auch, gehen Sie doch mal, Sie haben auch Kontakt hier, ne? KVS, alle 3. V, V und VS. Vorbereitung wichtig. Vs. Haben Sie noch einen Abschluss hier drin, Frau Metzger, mit Kontakt oder sowas? Ja, ich habe hier auch noch meine Kontaktdaten. Ja. Kontaktieren Sie mich gerne. Und ich bin auch immer wieder daran zu überlegen, biete ich das auch für Trainer und Coaches in einer anderen Form an? Wir sind jetzt hier im Alltempo durchgehetzt. Ja. Also sicherlich verlangt das auch sehr viel mehr Beleuchtung, wenn man da tiefer einsteigen möchte. Ja.
Also wer da interessiert ist, melde sich bei Ihnen. Diese Folie ist dann ja auch in der Aufzeichnung ganz erkennbar. Ganz genau. Solche Feedbacks hier, insgesamt sehr gute und fachlich kompetente Referentin, ist sehr schön. Alles sehr interessant, vor allem Vorbereitung. Vielen Dank, guter Impuls, traf vieles, was so Usus ist. Na, ist doch schön. Tiefgehende Tipps. Super, auch das nehmen wir gerne an. Noch eine technische Frage. Wie haben Sie die Animation der Folien in EduTip hinbekommen? Einfache Antwort. Gar nicht. Ne? Eine Folie nach der anderen kopiert und aufgebaut. Also sehr aufwendig. Und die PowerPoint, die Sie uns zur Verfügung stellen, Frau Metzger, vielen Dank. Die kriegen die Teilnehmenden auch im Nachklang dann zugesandt. Die wird aber nur 26 oder 25 Folien umfassen, weil da immer die zusammengefassten Folien drin sind. Das schon mal zur Ankündigung für Sie. Passt zu meinen Erfahrungen aus dem Großkonzern. War viel vom Marketing drin, ja, das gehört auch dazu. Marketing ist übrigens, Pricing gehört ja auch zum Marketing, absolut. Oder auch das Konzept, ne? Also Kommerz statt Konzept ist natürlich für Verhandlungen wichtig und wir brauchen beides wegen der Personaler, ist auch klar. Vielen Dank, schönes Wochenende. Ja, das finde ich auch schön. Herzlichen Dank auch von meiner Seite, von Gabals Seite, liebe Frau Metzger, war sehr interessant und weiterführend. Ich habe auch viele Impulse aufgenommen. Ich drücke die Daumen für ein paar interessante Kontakte im Nachklang. Herzlichen Dank und auch ein schönes Wochenende an Sie. Ja, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken für das Interesse aller und auch Herr Reiter und Frau Schäfer für die Möglichkeit, heute hier das gerne mit Ihnen zu machen. Ist eine tolle Sache, hat mich sehr, sehr gefreut. Wunderbar. In diesem Sinne, gutes Gelingen und gesund bleiben, heißt es. Und dann, ich drücke hier nochmal drauf. Ich glaube, fürs nächste Mal wollten Sie noch darauf hinweisen, Herr Reiter. Dass Sie mich daran erinnern, ich sollte da auch noch meine Frau denken. Dr. Rina Mahlmann am 11.09., also diesmal schon in zwei Wochen, noch Gabal-Mitglied werden muss, es noch nicht ist, nutze die Gelegenheit der Schnuppermitgliedschaft, weil ich viele Mitglieder gesehen habe. Und von daher sollte das alles passen. Vielen Dank und auf ein andermal. Tschö. Alles Gute. Servus. Ich beende jetzt. Ciao, ciao.